Servus und hallo hier zu einer neuen Folge von Anno im Atomzeitalter. Ach komm. mit O'Hare. Guten Tag. Und dem Mr. Burp. Ich fange vorsichtshalber schon mal an zu strahlen. Und da setzt sich das kleine. Ach, ist das schön. Ach, es ist so putzig. Ach, ja. Wo setzt es denn gerade hin? Wo ist es denn? Jetzt will ich es aber auch sehen. Hinten deine links in die Ecke, auf die Plätze fertig und. Ach ja. Da oben, okay. Ach, ist das niedlich, da komme ich ja mit meinen Geschützen ran. Es ist tatsächlich schon das Problem, glaube ich. Oh, die Ökobilanz hat sich schon um minus 6 verschlechtert. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Boah, es ist echt hardcore, wie schlecht die Ökobilanz hier auf meiner Insel ist. Das ist echt hardcore. Ja, apropos Hardcore, kann ich jetzt... Ah, verdammt, nein, kann ich nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann ja jetzt dadurch, dass ich so viel Energie habe mit dem Atomkraftwerk, kann ich dadurch ganz viele Entsalzungs- oder wie heißen die? Entsäuerungsanlagen bauen. Und mit diesen Entsäuerungsanlagen kann ich dann gegen den... kann ich dann gegen die schlechte Ökobilanz vorgehen, die ich durch das Atomkraftwerk habe. Es ist da ein ewiger Kreislauf. Strom bei plus minus null. Der ewige Kreislauf der Ver- und Entschmutzung. Ja. Ja. Oh, ich habe einen Produktionsstillstand. Ich habe zu viel. Ach, oh! Ja, da haben wir es ja. Was? Ja, hier solchen Gefahr ist bei mir gerade ausgebrochen. Ich muss wohl jetzt mal dieses blöde Krankenhaus bauen. Ich habe zum Glück schon Krankenhäuser gebaut. Das war für mich so der Alarm. Weckruf vorhin. Ich habe also solchen Gefahr heißt noch nicht, dass was ausgebrochen ist. Ne? Das ist nur, doch, dass die irgendwie krank sein können. Achso, nee, ich glaube solchen Gefahr heißt schon, dass. Also Moment. Gucken wir mal auf deiner Insel. Doch, ja. Da dieses, wo das Ding da drüber ist, das heißt, dass da ein kranker Mensch ist. Ja, dann bauen wir einfach mal so ein blödes Krankenhaus. Habt ihr eigentlich schon jetzt die letzte Stufe erreicht? Nee, noch nicht so ganz. Ich muss jetzt hier noch dieses Kongresszentrum bauen. Mir fehlen einfach noch ein paar Arbeiter. Ich arbeite wie bekloppt an der Versorgung von diesen Gierschlunden. Ah, jetzt habe ich ja wieder Molkerei. Ich kann also noch eine Molkerei bauen. Das ist eine gute Information. Huch, nein. Philipp? Gottes Willen, nimm das viel Platz weg. Das ist ja ein elender Mist, ey. So. Ich habe mich auch gerade jetzt eben gerade nochmal dazu entschieden, nochmal ein bisschen mehr zu bauen. Und ich vergesse immer, also es funktioniert tatsächlich, dass man Gebäude ziehen kann, also mehrere Gebäude auf einmal oder Wohnhäuser auf einmal bauen kann, indem man sie zieht, aber ja, denkst du daran, erinnere ich mich? Nein. Natürlich nicht. So wie du sprichst, nicht. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Irgendwas belastet jetzt hier die Fruchtbarkeit auf meiner komischen Insel. Sie behaupten, es wären negative Umwelteinflüsse. Dieses Kraftwerk scheint sich nur sehr langsam hochzufahren. Das ist jetzt bei 28%. Spiel gespeichert. Ja, deswegen, es heißt ja immer so schön, AKWs rauf und runterfahren ist, glaube ich, so eine längere Kiste. Ja. Green will, dass ich hier mal nach dem... So. Ich bin ja total gespannt jetzt, wie das wird mit meinem... mit dem Bau von den unterirdischen Sachen. Oh das ja. Das kann doch nicht sein. Ich verliere noch immer hier an Whisky. Du kannst ja unterirdische Sachen bauen, ne? Also Säufer unter Wasserdinge. Ja, also ich weiß noch nicht, was ich dagegen sagen soll. Sag einfach, dass es die Wahrheit ist. Ja, der Wahrheit. Nichts als der Wahrheit. So, jetzt habe ich langsam. Was ist denn jetzt hier? Schon wieder solchen Gefahr. Ich hab doch schon ein Krankenhaus gebaut. Eingedämmt, okay. Ach, bei euch sieht das so schön aus und bei mir so hässlich. Ja, nimm dir halt mal ein Beispiel. Quatsch! Bei mir ist viel hübscher. Warum habe ich zwei Krankenhäuser nebeneinander? Bin ich bescheuert? Ich bin so doof, ich hab die da. Die Frage lasse ich mal so offen im Raum stehen. So, und da pflichte ich dir mal bei.
Das ist so traurig. Ich hab da extra Eco-Ingenieur-Gebäude dafür abgerissen. Meine Hamburger sehen auch nicht mehr so aus, das werden okay, sie. Okay, bei mir ist jetzt das Problem, dass irgendwie die Handys knapp werden. Sehr häufiger so. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was ich dafür alles gebaut hatte. Ach hier, genau. Diese Mikrochip-Fabrik, die aus Sand und Kupfer Mikrochips herstellt. Aus was auch sonst? Ja, also würde man ja sagen Silizium, aber ach, in dem Quatsch. Fall ist... Quatsch, bitte, wie macht denn sowas? Ja, vor allem, ich habe schon zwei von denen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt genug Sand und Kupfer habe, um eine nächste zu bauen. Und Sand habe ich auf jeden Fall genug und Kupfer, naja, geht's. Geht so. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Dann würde ich sagen, so Mikrochips. Habe ich auch noch genug Mikrochips? Mitbestimmung. Ja, jetzt schlägt's aber 13. Mitbestimmung ja, wollen wir haben. Ja, wollten die bei mir auch haben. Ach du Scheiße. Da reichst du ihnen den kleinen Finger und zack. Wollen sie Demokratie. Schlimm sowas. Schlimm. Wo mache ich das hin? Mache ich da hin? Ach, das ist gerade echt scheiße. Weil das ist auch gerade so wieder diese Gebäudegröße, die passt nirgend hin. Ja, ja, das ist immer das Ätzendste überhaupt. Ach, du Scheibenkleister. So, jetzt haben wir hier noch eine Mikrochip-Fabrik und jetzt können wir also noch getrost eine... Handyfabrik bauen. Passt das jetzt dahin? Natürlich nicht. Gut. Moment, das muss ich mir was einfallen lassen. Irgendwie, ich kann die besseren Straßen irgendwie nicht bauen. Teilweise. Also tut mir jetzt wirklich leid für dich. Also zumindest grafisch gibt es die dann nicht. Ein bisschen komisch. Ach, ist das doof hier. Das ist so doof. Das stört mich gerade echt. Aufsteigen lassen hier. Ich vermassel's aber auch immer. War händisch, aber es ist schon okay. Ja, und hier geht's. Das habe ich noch nicht durchdrungen, dieses System. Es scheint sehr komplex und mysteriös zu sein. Ich muss das hier gerade mega umständlich machen, das ärgert mich gerade ein bisschen. Also meine Top-Leute haben jetzt eigentlich alles, was es so braucht. Also gut, die Handys werden gerade wieder beschafft. Aber aufsteigen lassen kann ich die jetzt, glaube ich, nicht nochmal. Mal schauen, wenn die Handys wieder das erfüllt wird. Wo ist denn überhaupt meine Kupferfabrik? Woher hole ich denn das was Kupfer überhaupt? Was stört die jetzt denn hier? Du bist Kohlemine und... Was stört die denn gerade eben jetzt? Ach, Aktivität. Die haben jetzt hier kein... Ach, den habe ich die Konzerthalle weggenommen oder was? So, kann ich mir verraten, wo ich mein Kupfer herhole? Kupfer ist, glaube ich, auch aus, ja, ist in Minen, oder? In Minen, ja, aber du musst, also es gibt an unterschiedlichen Inseln gibt es auch unterschiedliche Vorkommen. Das heißt, zum Beispiel... Ich dachte, dass du gerade in dem Anno jetzt anders, dass du einfach nur noch einen Minenplatz hast. Ja, also tatsächlich ist es so, dass du nicht mehr auf jeder Insel, also auf jeder Insel hast du unterschiedliche Minenslots. Ach, hier ist meine Kupfermine. Aber das bedeutet nicht, dass du... auf jeder Insel alle Vorkommen findest. Also du kannst zwar auf einer Insel, wo es zum Beispiel Uran gibt, in jeder Mine kannst du Uran bauen. Ah, okay, verstanden. Aber du kannst ja nicht, gut, ich habe ja. kein Uran, aber ich habe hier alles genau. andere. Genau, und wenn du kein Kupfer hast auf der Insel, dann, dann ist scheiße. Nee, Kupfer ist ja da, das ist jetzt, ich habe die Mine jetzt auch gerade gefunden. Ich hoffe jetzt bloß, dass jetzt schnell das... die Mikrochip-Produktion hier anläuft. Ach so, das ist ja wieder 2 zu 1, so wie es aussieht. Hey, die beschweren sich sogar, dass sie keine Gemeinschaft hätten. Kommt, Leute, das kann man...
haben da jetzt nicht zwei Mikrochips-Fabriken auf eine Handyfabrik setzen. Wieso? Es ist irgendwie, das Verhältnis ist irgendwie komisch. Das Verhältnis scheint 1:1 zu sein. Oder nee, also. Ja, doch, 1:1, so wie es aussieht. Moment. Falsch geklickt. Ja, oder. Nee, das ist auch nicht 1:1. Geräteschuppen. Statussymbol. Was kostet das? Ja, klar, 5000! Das hört sich nach einem Schnäppchen an. Ja. Ich habe gerade eben bloß geguckt, was ich so bauen kann und dann. Ja, klar, 5000. So, jetzt sind sie wieder zufrieden. Ich habe gerade meine ersten Diamanten. Jetzt haben sie ihre scheiß Kongresshalle hier an der Stelle mal. Einfach mal in die Mitte geklatscht. Alter, wie die auch aussehen, diese. Kann man an diesem Kongresszentrum noch irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Das kann man einfach nur bauen, okay. Oh, jetzt doch, jetzt wollen sie aufsteigen, tatsächlich. Könnt ihr jetzt, mal gucken, was die nächste Stufe ist. Also, nee, jetzt schon nicht mehr. Wow, und mein Biotrinkhersteller läuft soeben an. Den einen, den ich habe. Was ist denn jetzt hier? Nicht genug Mikrochips. Ach komm, ich produziere doch schon neue Mikrochips. Jetzt macht doch mal hier Handys. Die Leute verlangen nach Handys. Überwachungsstation, hä? Wo kann ich denn die Überwachungsstation hinmachen? Ah. Ach ja, habe ich auch schon gebaut. Das kannst du auf einem Meme-Platz bauen und das verbessert deine Ökobilanz. Finde ich tatsächlich ziemlich dumm. Also jetzt ganz abgesehen davon, dass ich natürlich ein Tycoon bin und dann alles zerstört. Ich habe es erstmal gebaut. Aber ich habe jetzt auch mal eins gebaut, ja. Okay, meine Nudelproduktion läuft jetzt auch endlich wieder besser. Tatsächlich. Also ich habe jede Menge Kohle. Ich brauche nicht mehr jedes Kohlekraftwerk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hast Kohlekraftwerke? Ja, ich brauche Kohlekraftwerke. Wie kannst du Kohlekraftwerke bauen? Du bist doch gar kein Tycoon. Ich kann ganz normale Kohlekraftwerke bauen. Ich habe kein Kohlekraftwerk. Wozu brauchst du denn Kohlekraftwerke? Ich habe eine Eisenschmelze, ja. Du meinst Bergwerke, nicht Kraftwerke, oder? Bergwerke, Entschuldigung, Kohlebergwerke. Weil Kohlekraftwerke kann ich schon auch bauen, aber... Okay, nee, also ich habe jetzt hier zwei Stück davon gebaut. Ich bin voller Kohle, deswegen konnte ich mir das jetzt leisten. Das verbessert jetzt hier definitiv die Ökobilanz. Endlich. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Von minus 90 runter auf minus 19. In gefühlt 3 Sekunden. Es wird sogar immer noch besser. Ich gerade mal so alle Gebäude durch, die ich so habe. Ah, ich brauche noch Sand für Glas, sehe ich gerade. Das kann natürlich dazu führen, dass meine Sandvorkommen... mein Vorrat der bald sehr leer sein wird. Was ist denn das hier? Das ist Kupfer leert sich auch und auch eine Shit. Jetzt muss ich aber tatsächlich noch ein weiteres Kupferbergwerk bauen und das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, ich bin auch momentan eigentlich nur noch am Nachproduzieren von Dingen. Aber es nützt ja nichts, dann müssen wir das halt einfach mal tun. Ja. Also, bei mir ist große Nachproduktion auch gerade ausgefallen, ausgebrochen. Ja, ich produziere jetzt auch erstmal gerade eben hier wieder mal ein bisschen Werkzeuge. Gott, jetzt muss ich denen erstmal wieder sagen, Leute, steigt nicht mehr auf. Das habe ich denen, glaube ich, verboten. Bin ich froh, dass ich das immer aushabe, aber das wollt ihr nicht auf mich hören. Diese Erfahrung habe ich schon in früheren Anno-Teilen gemacht, dass das einfach das Dümmste ist, das permanent aktiviert zu lassen. Nee, ist das Beste, was man machen kann. Normalerweise stört's ja auch nicht, nur jetzt stört's. Ja, aber dann hast du genau, gerade wenn's stört, musst du dann halt, ist es halt doof. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Eco-Executives habe ich die jetzt. Die Zukunft ist grün. Quatsch, guck dir meine Insel an. Die läuft super. Den ersten habe ich mir jetzt geholt. Einfach nur, weil ich ihn haben wollte. So, wie sieht's jetzt hier aus? Baut ihr hier schön fleißig? 3D-Beamer, ich glaube, es hackt. Ich hab Seuchengefahr. Also, 3D, ich krieg mich nicht mehr ein hier. 3D-Beamer. Also, ich fänd 3D-Beamer ziemlich geil, muss ich gestehen. Ich würde auch einen haben wollen.
Wo kriege ich denn Gold her? Mein Fernseher kann 3D, mir nützt es bloß nichts. Ah, guck mal, auf meiner Hauptinsel gibt es Gold. Das ist doch gut. So, jetzt brauche ich ja noch einen Sand. Jetzt brauche ich eine Polizeistation. Kaum hat man ihnen alles gegeben. Man gibt ihnen alles kostenlos und dann werden sie kriminell. Was heißt hier kostenlos? Zahlen die keine Steuern bei dir? Doch schon, aber... Ja, siehst du? Ich gebe ihr alles kostenlos. Auch. Spezial. OC... Ozonmaker... Was? Ozonmaker-Station. Was? Was? Das ist doch vollkommen sinnvoll. Warum soll die Ozon machen? Was brauche ich denn für 3D-Beamer? Ja, welche Überraschung. Diamanten. Ja. Nicht nur meine Jungs brauchen Diamanten. Mangan brauche ich. Lass mich raten, das kriege ich nur unter Wasser. Ich freue mich, ihr wisst gar nicht, wie ich mich auf diese Pharmazeutika freue. Das soll da rein. Wahrscheinlich Schweinefleisch, da ist wahrscheinlich genug Pharmazeutika drin. Was ist denn Mangan und wo kriege ich das her? Mangan ist eigentlich das, was viele Leute früher mit Zähnen hatten. Alles klar. Sehe schon. Und wie kann ich unter Wasser was bauen? Eine Quecksilberverbindung, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß bloß nicht, mit was es eine, also was es für eine Legierung ist, aber irgendwas mit Quecksilber. Anweisungen zum aktuellen Auftrag sind eingeladen. Also, es kommt drauf an, ne? Jax, du bist doch der große Anwaltskarte. Ja. Wie kann ich ihn unter Wasser jetzt bauen? Genau, also hast du schon einen Katamaran? Einen Katamaran? Also nein. Dann gehst du mal zu diesem, in dein, wo ist es, deine Arche? Und da erzählt er dir, bla bla bla, Katamaran kaufen. Echt, Technologienordnung kann ich ja nur aufwerten. Politik. Auf deiner Arche, Moment, wenn du da auf die Arche drückst und dann so auf der linken Seite neben Arche steht ja Fahrer, ne, und dann ist so ein blinkendes Gerät. Was, links? Ja, also so, da steht halt der Name von dem Gerät. Ich hab hier Arche Standardmodell, da hab ich hier Tech-Technologien an Ordern. Ja, genau. Genau das ist es. Ah ja, 10.000 kostet das jetzt. Genau. Okay, und dann kann ich... Und dann solltest du... Deswegen, dann erzählt sich, kommt dieser Professor da, dieser Professor Devi, und erzählt dir, dass das alles ganz toll ist, was du machst, und dass er dir für noch mehr Geld einen Katamaran geben wird. Und dann gehst du wieder auf deine Arche, und dann drückst du auf, ich möchte den Katamaran haben. Ach ja, Tatsache, hier ist er. Und dann kriegst du ihn. Trimaran heißt das. Trimaran, Entschuldigung. Ja, natürlich, weil ein Katamaran ist was anderes. Wer weiß, ordern wir uns den nochmal für 5.000. So, ich hatte nämlich noch 40 Tonnen, Werkzeuge noch worum liegen. Worum liegen? Ja, worum liegen, genau. Und da wollte ich auch noch, ach Gott, Kack. Jetzt brauche ich wieder mehr Glas. Lass die jetzt erstmal ein bisschen aufsteigen, damit ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Nicht irgendwie noch. Hier wird produziert. Das ist das Hummer populär sein? Ich kann, glaube ich, mit dem Hummer gar nichts anfangen. Kann das sein? Also, das kann tatsächlich sein. Oh mein Gott, die Kupfermine ist bald alle. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Ja, das ist eine uncoole Sache. Kann man die wieder auffüllen? Das weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, Anno ging das ja mit Geld dann. Ja, mit Geld kaufen oder so. Also, was auch total bescheuert ist. Na gut. Ja, man bohrt halt tiefer, ne? Ja, das kostet dann mehr Geld und ja, das ist egal. So, gucken wir doch mal, wie das eigentlich aussieht hier. Guck mal, ich habe eigentlich genug Trauben, brauche nur noch so eine Champagnerfabrik. Die ich natürlich nicht bauen kann, weil ich keine Werkzeuge habe, was nicht so cool ist. Ja, selbst wenn, könntest du sie sowieso erst in der nächsten Folge weiterbauen. Nein, das ist natürlich traurig. Aber gut, so ist es nun mal und wir sehen, meine Stadt floriert und gedeiht, während die anderen dahin darben. Alter, ihr seid so groß. Ihr seid so groß, aber ihr habt nur so kleine Winzhäuser. Das ist total lustig.
Und der umher ist so ein bisschen eher wie ich, glaube ich. Naja. Also ich bin ja so megalomanisch. Was die anderen so machen werden, darüber werden wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge unterhalten. Und wenn ihr sehen wollt, was die anderen machen, dann könnt ihr das auch auf den jeweiligen Kanälen. Wir verlinken in den Videobeschreibungen unten hoffentlich die jeweils anderen YouTube-Kanäle. Und wenn nicht, dann haut uns an und fragt uns einfach. Ansonsten könnt ihr die ganzen Jungs auch natürlich suchen. Da werdet ihr sie bestimmt finden. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich sag tschüss und freue mich auf euch. Bei mir brennt's. Bei dir brennt's. Schön. Ja. Das war mal ein guter Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss.